Guinea, das ist tatsächlich auch nur eines meiner Themen, mit denen ich mich beschäftige. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, sodass wir da auch schön mit Bildern durchgehen können, denn unser Gehirn reagiert ja in der Regel am besten auch auf die Kombination aus Bildern, Tönen etc. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass Sie dabei sind, dass Sie sich auch einen, ja, ich möchte es jetzt mal vorsichtig ausdrücken, einen spannenden alternativen Ansatz zum Thema Sprachen anschauen. Und wie gesagt, die Aussage oder das Titelthema eine neue Sprache in 3 Monaten ist recht provokant, aber Sie werden dann gleich sehen, dass das tatsächlich gar nicht so weit weg ist von dem, was Menschen auch in anderen Sprachlernbereichen erleben, wenn sie denn mit einer gehirngerechten Methode unterwegs sind. Ich habe, wie gesagt, jetzt im Moment den Chat weggeschaltet, sodass ich nicht während der Präsentation immer drauf gucke. Ich denke, wir werden so gegen 16.50 Uhr, 16.55 Uhr mit der Präsentation durch sein und ich würde dann eine kurze Fragerunde noch einbauen, gebe Ihnen auch gerne meine Kontaktdaten, sodass Sie dann persönlich Kontakt aufnehmen können. Ja, was heißt denn jetzt tatsächlich gehirngerecht eine Sprache zu lernen? Ich möchte mal ein bisschen früher anfangen, als wir quasi noch in unserem Mutterleib waren, haben wir also ab der 14. und 15. Schwangerschaftswoche tatsächlich schon die Fähigkeit gehabt zu hören. Und wir haben im Mutterleib, also wie gesagt, über Monate hinweg bereits einen Höreindruck aufbauen können. Das Interessante dabei, mein Fachgebiet als Neurowissenschaftler ist folgendes. Ich habe mich seit ungefähr jetzt 23 Jahren damit beschäftigt, wie kann man, ich sag mal, Rezeptoren der Haut verwenden, um Audioinformationen aufzunehmen. Ja, das ist ein bisschen spooky, ja, was ich Sie jetzt dann, was Sie gleich sehen werden. Aber tatsächlich ist es so, damit man die Basis von meinem Konzept nachvollziehen kann, muss man verstehen, dass die Haut unser größtes Organ ist. Das Organ, mit dem tatsächlich alle Sinnesorgane aus der embryonalen Entwicklung heraus verbunden sind. Also das heißt, aus dem Organ Haut heraus entstehen alle inneren Organe, die Verknüpfung zum Sehen, zum Hören, zum Fühlen, die Haptik und so weiter. Alles das kommt über die Haut. Und wir haben eben, wie gesagt, die Möglichkeit zu hören im Mutterleib. Wenn wir dann nach der Geburt quasi so die ersten Sinneseindrücke aufnehmen, wir schauen, ja, wir fühlen, wir hören eben auch, dann haben wir am Anfang ja tatsächlich noch keine, ich sage mal, keinen Eindruck zum Thema Sprache. Also wir hören zwar etwas, aber wir können es noch nicht als Sprache identifizieren. Wir hören also tatsächlich die ersten Monate und bis zum Alter von 8, 9, 10, 11, 12 Monaten hören wir einfach nur. Wir lautieren zwar, also wir können, wenn es uns nicht gut geht, mal rumschreien oder solche Dinge, aber wir verwenden jetzt noch nicht Sprache im Sinne von, ich habe einen Audiocode Mama oder Papa oder Auto oder Haus, sondern ich verwende quasi mehr Tonalitäten. Und irgendwann fange ich dann an zu begreifen, so auch schon im Alter von 5, 6, 7 Monaten, dass es sogenannte Audiocodes gibt. Also das heißt, da gibt es so ein nettes Gesicht, das mich immer anlächelt. Das hat dann irgendwann den Audiocode Mama zum Beispiel oder Papa. Also die Person, die für mich sorgt, die dafür sorgt, dass ich was zu essen kriege, dass die Windel gewechselt wird, so all diese Themen eben. Oder ich begreife, dass ich mit Steinen spielen kann oder eben das Auto ein Audiocode für diese viereckige Kiste mit 4 Rädern ist. Wenn ich in Deutschland aufwachse, bin ich jetzt ein spanisches Kind, dann kriege ich natürlich auch einen Audiocode auf die viereckige Kiste mit 4 Rädern, Heukotsche dann in dem Sinn, ja, oder was auch immer, oder Car, ne? Das, je nachdem, in welchem Sprachraum ich eben aufwachse. Und interessant ist, dass ich erst dann, wenn ich die Verknüpfung habe, also wenn ich etwas begreife und einen Audiocode dazu verknüpfen kann, erst dann fange ich als Kleinkind an zu sprechen. Also ich verwende Mama erst dann, wenn ich sozusagen auch tatsächlich mit diesem Audiocode jemanden adressieren kann. Und das Spannende ist, dass Sprechen lernen tatsächlich wie so ein Papagei funktioniert für ein kleines Kind. Also so ein Papagei plappert ja einfach alles nach. Und genau das wäre der Ansatz eines gehirngerechten Lernens, so wie wir das aus der Neurowissenschaft heute beschreiben würden. Also wir müssen etwas hören und hören und hören. Dann müssen wir begreifen, dass das Gehörte irgendwie mit Bildern um uns herum zusammenhängt. Und wenn diese Begrifflichkeit bei uns angekommen ist, dann fangen wir an,
an zu sprechen. Man sieht schon einen deutlichen Unterschied von gehirngerechten Lernmethoden zu vielen anderen Lernmethoden, wie wir zum Beispiel auch in der Schule eben Dinge lernen. Wir versuchen das immer kognitiv über den Verstand sozusagen zu begreifen, bevor wir überhaupt genügend gehört haben davor, bevor wir genügend unbewusste Eindrücke gesammelt haben. Und das Interessante ist, wenn man jetzt das Ganze mal wirklich auf Gehirnaktivität herunterbricht, dann ist der erste Schritt in einem Lernprozess, übrigens auch nicht nur bei Sprache, das ist genauso, wenn jemand Fußball spielen lernen möchte oder Mathematik lernt oder irgendwas anderes. Wir sagen, wenn wir etwas verstanden haben, hey, ich habe ein Gefühl dazu, und genau das meinen wir auch. Also unser Gehirn reagiert in allererster Linie mal auf ein Gefühl. Ja, und wie ist jetzt Sprache zu fühlen? Ganz interessant dadurch, dass wir die Sprache hören und hören und hören und hören. Also das heißt, wenn ich sie andauernd höre, diese Sprache, dann habe ich eine reelle Chance, dass ich ein Gefühl für die Sprache entwickle. Deswegen können wir ja, ich nehme jetzt mal als Beispiel unsere Muttersprache, ich bin ja jetzt deutscher Muttersprachler, es ist viel mehr wie deutsche Wörter oder deutsche Dialoge. Wir können wahrnehmen, ob jemand ehrlich ist oder ob er uns anlügt. Ja, das sind tatsächlich einfach nur Gefühle, die aber eng mit Sprache zusammenhängen. Und wenn ich dieses Gefühl aufgebaut habe, wir bleiben immer noch bei der Gehirnfunktion, dann fange ich an, diese Sprache zu denken. Ja, also das heißt, ich würde anfangen, Wörter, also Audio-Codes, ich rede immer von dem Code, weil das am besten trifft, den verbinde ich dann mit meinem Gefühl. Also Beispiel, wenn jemand ein gutes Gefühl hat zu Fußballspielen, dann wird er auch mehr darüber nachdenken, mehr darüber sprechen. Hat jemand überhaupt kein Gefühl zu Fußballspielen, dann interessiert ihn das nicht, er wird nicht darüber nachdenken, er wird nicht darüber sprechen. Das kann man jetzt auf jeden Bereich seines Lebens umlegen. Ja, und erst wenn ich gefühlt habe, gedacht habe, erst dann fange ich im Normalfall an zu handeln. Das heißt, dann fange ich an zu sprechen. Und das ist so meine Message auch heute, vielleicht für viele, die in dem Webinar sind oder die hier teilnehmen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man diese Reihenfolge einfach beachtet, wenn man eine Sprache oder irgendetwas anderes lernen möchte. Deswegen haben wir solche Probleme in der Schule. Wir haben Schüler, die haben überhaupt kein Gefühl für Mathe oder für Englisch oder für Biologie, sie interessieren sich nicht dafür, sie durchdenken das Thema nicht und sie kommen deswegen natürlich auch nicht in die Handlung. Also gehirngerechtes Lernen bezieht diese drei Bereiche immer mit ein. Jetzt werden Sie sagen, ja, ist ja schön, dass ein kleines Kind so die Sprache lernt, aber ich habe vielleicht irgendwie schon drei Anläufe gemacht mit Englisch oder mit Italienisch oder was auch immer und ich komme einfach nicht hin. Also ich komme quasi nicht in diesen Lernprozess. Und das Interessante ist, dass man im Chatbereich stand jetzt ein paar Mal, ob das Webinar aufgenommen wird. Vielleicht könnte der Ex-Polygua-Kollege da kurz darauf antworten, weil das weiß ich leider tatsächlich auch nicht, ob das aufgenommen wird. Ne? Also tatsächlich ist es so, dass wir diesen Prozess bei einem Kind ganz klar zuordnen können, aus eben Sicht der Neurowissenschaft. Aber wie kann ich das jetzt umlegen auf einen erwachsenen Lernenden? Und das ist letzten Endes der Knackpunkt, mit dem ich mich jetzt seit, wie gesagt, über 20 Jahren beschäftige. Denn unser Stammhirn, also der Bereich, der auf, ich sag mal, auch Unterbewusstsein genannt wird, der sehr schnell reagiert, der sehr schnell in die Umsetzung geht, der für unsere Gefühle, für die Handlung zuständig ist. Dieser Bereich wird durch klassisches Lernen, ob Sprache, Mathematik oder was auch immer, wird er eigentlich nicht adressiert. Klassisches Lernen geht tatsächlich nur auf den Frontalkortex und es ist so spannend, dass wir sozusagen mit dieser Fähigkeit des bewussten Denkens uns versuchen, ein Gefühlskonzept auf der Gedächtnisebene zu verankern. Also das heißt, wir durchdenken eine Sprache, wir sagen, da gibt es jetzt Grammatikregeln, da gibt es Wörter, die man auswendig lernen muss, alles kognitive Denkprozesse, aber das Fühlen kommt tatsächlich immer zu kurz. Ne? Also das heißt, nur wenn ich fühle, wenn ich handle, dann komme ich automatisch ins Denken und dann merke ich eigentlich schon gar nicht mehr, wie ich die Sprache lerne. Das ist der faszinierende Faktor. Und ich weiß nicht, vielleicht war der eine oder andere von Ihnen mal als Austauschschüler in einem fremden Land.
da werden Sie genau diese Erfahrung gemacht haben. Ja, wir haben Studien ja zugrunde liegen, deswegen habe ich mich damit dann auch sehr beschäftigt mit dem Thema Sprache, dass zum Beispiel Austauschschüler zu 95-96% innerhalb von 3 Monaten annähernd fließend sind in der Sprache, weil sie die Sprache aber eben fühlen. Ja, sie sind die ganze Zeit eingebettet, sie müssen sprechen, sie kommen aus der Nummer gar nicht raus. Ne? Und kognitives Denken, daran scheitern über 80% der Sprachlernenden. Das heißt, die kommen eigentlich nie so richtig ins Laufen, weil sie eben nur kognitiv etwas versuchen zu durchdenken. Also das heißt, ohne Gefühl sehr schwierig. Und ich möchte Ihnen da gerne noch einen kleinen Ausflug mitgeben, weil diese Verschiebung auf kognitives Lernen tatsächlich ein Riesenproblem nach sich zieht. Ja. Es ist eine Studie, die über 10 Jahre gelaufen ist. Man hat 1500 Kinder genommen im Alter von 3 bis 5 Jahren und hat geschaut, wie hoch ist der Genialitätsfaktor bei diesen Kindern. Man hat es darüber geprüft, dass man ihnen Dinge gegeben hat, die sie vorher nicht kannten. Mal ein Beispiel, in der Studie wurde eine Büroklammer an diese Kinder gegeben und man hat gesagt, okay, mach einfach mal, was fällt dir ein? Also man hat die einfach spielen lassen. Und darüber hat man sozusagen herausgefunden, dass Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren einen Genialitätsfaktor von 98% haben. Dann hat man die gleichen Kinder, also ident die gleiche Testgruppe, nach 5 Jahren wieder getestet. Also wenn jetzt Lehrer im Raum sind, bitte verstehen Sie mich da richtig. Ja, es geht mir nicht darum, hier das unser Schulsystem irgendwie zu kritisieren oder so, sondern ich möchte nur gerne zeigen, was eben aus neurowissenschaftlicher Sicht passiert. Wir geben dann plötzlich solchen Kindern Aufgaben mit einer vorgefertigten Lösung und sagen, das ist der Lösungsweg. Um eine gute Note zu bekommen, musst du dich an diesen Lösungsweg halten und es muss auch das Ergebnis rauskommen. Das heißt, plötzlich ist keine Kreativität, keine Genialität mehr gefragt, sondern es wird eine Systemkonformität erzeugt. Das heißt, unser Gehirn merkt, wenn wir Lob haben wollen, müssen wir uns an den Ablauf halten. Das heißt, innerhalb von 5 Jahren sackt der Genialitätsfaktor auf 32% ab, weil wir aufhören, anders zu denken, um die Ecke zu denken, Dinge anders zu machen. Das ist wirklich eine sehr, sehr dramatische Situation, aber es wird noch schlimmer leider. Ja, weitere 5 Jahre später, im Alter von 13 bis 15, war bei dieser Kontrollgruppe der Genialitätsfaktor runter auf 10%. Das heißt, wir haben uns so sehr daran gewöhnt, fertige Konzepte zu verfolgen, dass wir nicht mehr bereit waren, anders zu denken, anders an Themen ranzugehen, kreativ zu sein und so weiter. Ja. Und in diesen 10 Jahren, jetzt kommt die wirklich erschreckende Zahl, ich gehe davon aus, dass die meisten hier in dem Webinarraum über 25 sind, dann hat man einfach bunt gemischt, fast 200.000 Menschen genommen, die über 25 waren. Also die waren 25, 50, 70, völlig egal. Alter, Geschlecht, Bildungslevel, völlig unrelevant. Und man hat ein Zwischenergebnis genommen und ist drauf gekommen, dass man hier eine Genialitätsquote von unter 2% hat. Die gute Nachricht ist, aus Sicht der Gehirnforschung, wir haben die Genialität nicht verloren. Wir haben sie uns in einer gewissen Weise, sagen wir mal, abtrainiert oder abtrainieren lassen. Aber es gibt einen Geniestreich, mit dem wir diese Genialität auch beim Sprachenlernen wieder zurückholen können. Und das ist wirklich total simpel. Sie werden das jetzt gleich sehen, wie das dann mit Sprachkursen in der Kombination funktioniert. Tatsächlich gehört zu einem kreativen Lernprozess ein hohes Maß an Neugierde. Das heißt, ein kleines Kind ist immer neugierig, das schaut immer, was gibt es jetzt da zu sehen. Also weiß ich, vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen auch Elternteil, wenn Sie sich erinnern, wie so ein 2- oder 3-jähriges Kind das erste Mal vielleicht am Meer steht, ja, und dann sagt Papa, Papa oder Mama und sich gar nicht einkriegt vor Freude, weil das so alles so unglaublich ist. Diese Neugierde, die fehlt uns als Erwachsenen häufig. Und wenn wir jetzt gerade zum Beispiel im Bereich Fremdsprache sagen, wir haben eine Neugierde, die uns beflügelt, ne? Zum Beispiel, wenn wir uns verliebt haben in jemanden, der Italienisch spricht oder Französisch, dann ist die Neugierde eigentlich der Antreiber, der Prozess da drin. Und wenn wir dann noch verstehen, dass wir Unordnung als Lernprozess annehmen müssen, wird es noch viel interessanter. Weil wenn ich jetzt das erste Mal irgendwelche englischen Dialoge, irgendwelche spanischen, französischen Dialoge sehe, dann ist es ja völliger Wust für einen deutschen Muttersprachler. Also er versteht erstmal gar nichts. Das heißt, diese Unordnung wird in dem Lernprozess angenommen als
Prozess des Lernens. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dann kommt das, was die meisten Erwachsenen so gar nicht haben wollen, ja, die Reflexion. Also das heißt, unser Geniestreich wäre, wir gehen mit Neugierde an das Thema, wir akzeptieren, dass wir im ersten Schritt in der völligen Unordnung landen und wir reflektieren ständig, indem wir uns vom Außen Feedbacks abholen. Und ich möchte Ihnen zu dieser Dreierkette noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt mit auf den Weg geben, wenn Sie zum Beispiel gerade dabei sind, selber eine Sprache zu lernen oder falls Sie auch Sprachlehrender sind, wenn Sie jemandem eine Sprache unterrichten, sollten Sie sich immer auf dem Schirm halten, dass Sprache kein Primärnutzen ist. Also Sprache ist kein Erstnutzen. Allein diese Erkenntnis wird Sie zum Thema Sprache unglaublich weiterbringen. Wenn wir verstehen, dass eine Sprache selbst alleine keinen Nutzen bietet, dann ist das Konzept Sprache gleich komplett transparent. Ich möchte es mal an einem Beispiel klar machen, wenn man das mit Geld machen, weil vielleicht ist es da noch einfacher zu verstehen. Geld hat keinen Primärnutzen. Eigentlich entsteht der Nutzen erst daraus, was ich mit dem Geld tun kann. Also ich kann mir was zu essen kaufen, ich kann mir eine Wohnung mieten, ich kann mir Kleidung kaufen. Also der Nutzen ist jetzt der Pullover, der mich warm hält, aber nicht die 30 oder 50 oder 100 Euro, die dieser Pullover irgendwann mal gekostet hat. Und genauso ist es mit Sprache, dass ich jetzt in Deutschland geboren bin, ist halt ein Zufallstreffer. Das heißt, für mich war der Primärnutzen nicht Deutsch zu lernen, sondern der Primärnutzen war, mich mit meiner Familie austauschen zu können. Und diese Idee, die möchte ich Ihnen mitgeben, wenn ein Schüler oder auch Sie jetzt vielleicht, wenn Sie selber lernen, keinen Primärnutzen aus der Sprache ziehen kann, dann wird es wirklich sehr, sehr anstrengend, sehr schwierig, so eine Sprache zu lernen. Also mit einer Neugierde reingehen, die Unordnung annehmen, sich selber immer wieder reflektieren. Das heißt, als Kinder kriegen wir ständig Feedbacks von den Eltern, auf einer sehr unbewussten Ebene natürlich. Ja, aber wenn Sie sich mal erinnern, was für ein Feedback von so einer Mutter kommt, wenn die das erste Mal das Wort Mama hört. Ja, also die flippt aus und boah, jetzt hat das Kind das erste Mal Mama gesagt. Das ist ja unglaublich, die freuen sich, die reden eine Woche lang darüber, dass das Kind Mama gesagt hat. Und die Idee möchte ich Ihnen mitgeben. Ja, es ist tatsächlich immer eine Frage der guten Gefühle. Ja, und oh, jetzt habe ich was geklickt. Moment, jetzt müsste es wieder gehen. Genau. Und jetzt möchte ich Ihnen natürlich zeigen, wie lässt sich das denn für einen erwachsenen Lernenden umlegen? Weil wir haben ja gesagt, am Start würde das Fühlen der Sprache stehen. Also das heißt, wenn wir unser Gehirn anschauen, dann muss unser Gehirn das Ganze hören und hören und hören und hören. Jetzt sagen Sie wahrscheinlich zu Recht, naja, ich kann mich ja jetzt schlecht dauernd mit Kopfhörern da hinsetzen. Ja, das ist ja genau der Knackpunkt. Aber die tolle Nachricht für Sie ist, dass unser Hörnerv nicht nur über die Ohren adressierbar ist. Also wir können nicht nur über die Ohren hören, sondern das ist jetzt der große Teil meiner Forschungsarbeit. Wir können tatsächlich über die Haut hören, weil die Haut unser größtes Sinnesorgan ist. Das Ganze ist alles wissenschaftlich komplett fundiert. Sie können gerne mal bei uns dann auch auf die Webseite gehen, sich die Studien anschauen. Wir haben herausgefunden, also unser Hauptforschungspartner ist die Uni in Mainz, weil die das größte Neuroscience, den größten Neuroscience-Bereich dort abbilden. Und wir haben herausgefunden, dass wir quasi über die Haut mit einer Vibration, das Ganze sieht dann so aus, dass man hier zwei so kleine Pads trägt, ja, die werden irgendwo auf der Haut aufgebracht. Und mit dieser Vibration können wir die Haut stimulieren, sodass über das Gehirn ein auditives Signal verarbeitet wird. Und das ist natürlich sehr spannend, weil Sie können die Sprache plötzlich fühlen, obwohl Sie mit den Ohren in Ihrem Büroalltag sind, obwohl Sie mit den Ohren sich dem Autofahren widmen, obwohl Sie Fernsehen schauen, obwohl Sie Internet surfen. Das heißt, Sie können Ihre Zeit plötzlich doppelt benutzen. Ich zeige Ihnen das nachher dann. Wir haben natürlich auch Gutachten gemacht, wie schnell ist unsere Methode und so weiter. Aber Sie werden dann sehen, es ist ein unglaublicher Flash, wenn Menschen den ganzen Tag die Sprache nebenbei sozusagen hören. Und dieser Prozess, der ist wirklich phänomenal. Ja. Sie müssen dann aber natürlich, bloß weil Sie die Sprache immer wieder passiv hören, ist die Sprache noch nicht gelernt. Sie müssen sie natürlich auch bewusst verknüpfen.
Das ist auch ein sehr, sehr einfacher, gehirngerechter Prozess, der übrigens über 200 Jahre alt ist, habe ich auch nicht erfunden. Ich habe sozusagen mich damals mit Vera F. Birkenbee beschäftigt. Darüber bin ich auf Schliemann aufmerksam geworden. Und so kam diese Verkettung, wie wir heute auch Sprache unterrichten. Und wenn Sie die Sprache dann verstanden haben, zeige ich Ihnen auch gleich, wie das funktioniert, dann müssen Sie noch aktiv ins Handeln kommen. Also das heißt, auch sprechen. Das heißt, wenn Sie die Sprache fühlen, dann das gedankliche Verknüpfen machen, dann aber nicht anfangen zu sprechen, ja, weil Sprache hat immer was mit Sprechen zu tun, dann schneiden Sie sich einen großen Zweig in der Sprache natürlich auch ab. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ja, die Technologie, die dahinter steckt, die habe ich von 1997 bis 1999 in der Basis entwickelt. Wir haben natürlich große Weiterentwicklungen gemacht in den letzten 20 Jahren. Da ist sehr viel passiert. Aber ich möchte Ihnen gerne zeigen, dass dieses passive Hören über die Haut mit so einer Technologie unglaublich spannend ist. Ja. Denn zum einen können Sie 7, 8, 9, 10 Stunden pro Tag eine fremde Sprache, die Dialoge einer fremden Sprache nebenbei hören. Also Sie arbeiten, Sie können Auto fahren, Sie können sogar nachts schlafen und währenddessen verarbeitet Ihr Sprachzentrum diese Sprachinformationen. Und ganz nebenbei wird Ihr Körper noch in eine spannende Balance gebracht. Das heißt, Sie haben noch gesundheitliche Vorteile, weil Sie eine deutlich höhere Konzentration genießen. Sie genießen eine körperliche Entspannung und Sie haben ein deutlich besseres Schlaf- und Regenerationsverhalten. Das ist alles quasi einfach nebenbei. Das passiert, weil wir verwenden den NEOS auch sehr, sehr viel in medizinischen Bereichen, im Sport, beim Mentaltraining, für die Regeneration, bei Verletzungen. Aber eben eines unserer Hauptthemen ist Sprachenlernen, weil der Effekt so unglaublich stark ist und so schnell auch ist. Und das Ganze müssen Sie sich so vorstellen, Sie haben hier ein kleines Gerät, das ist so groß wie eine EC-Karte jetzt zum Beispiel, ein bisschen dicker natürlich, ich zeige das mal ganz kurz. So, das ist so die Größenordnung. Sie haben dann diese Pads dazu und die müssen Sie eigentlich nur noch irgendwo auf die Haut auflegen. Das ist eigentlich auch völlig egal, wo Sie die auf die Haut auflegen. Sie haben die Möglichkeit, die zum Beispiel am Rücken mit Kinesiotape anzukleben, mit so einem Schweißband dann am Armband zu tragen. Also als wie so ein Armband. Sie können, viele Damen stecken es einfach in BH. Und wir haben natürlich auch noch eine sehr moderne Variante des NEOS. Das ist derzeit unser Flaggschiff-Modell sozusagen. Den können Sie tragen wie eine Armbanduhr. Ich kann Ihnen das mal ganz kurz zeigen. Das heißt, Sie haben auf der Vorderseite eine klassische Uhranwendung, auf der Rückseite sind dann die beiden Pads und hier drüber können Sie den ganzen Tag Audioinformationen verwenden. Und das Interessante dabei ist, dass wir auch die Audioinhalte, die ich Ihnen jetzt gleich zeige, speziell als gehirngerechtes Training aufbereitet haben. Das heißt also, auch hier gehen wir, ich sage mal, einen etwas anderen Weg als klassisches Lernmaterial, aber ich möchte gleich dazu sagen, Sie können grundsätzlich eigentlich jeden Sprachkurs verwenden. Also immer, wenn Sie Audiomaterial haben, dann haben Sie die Möglichkeit sozusagen auf der Unterseite und auch hier bei der Uhr über eine USB-Schnittstelle sozusagen Ihre MP3-Files aufzuspielen. Tatsächlich ist es aber so, dass Sie, wie gesagt, nur vom Hören, also rein von dem passiven Hören, nicht in die Lage versetzt werden, die Sprache zu sprechen. Ja, Sie müssen die Sprache natürlich auch bewusst verstehen und verknüpfen. Und da kommt jetzt unser eigenes Lernmaterial zum Zuge. Also wie gesagt, es funktioniert nicht nur mit unseren Sprachkursen, aber wir haben Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Chinesisch so aufbereitet, dass Sie einen optimalen Lerneffekt im Prinzip damit erzielen können und sich einfach eine Menge Zeit sparen. Das Ganze sieht so aus, dass wir eine Methode verwenden, dass wir Ihnen im allerersten Schritt einen Dialog, den Sie lernen, auf Deutsch geben. Also jetzt hier mal nur ein Auszug auf Wiedersehen. Wenn Sie jetzt auf Spanisch auf Wiedersehen lernen würden, dann machen Sie sich eben Bild, wie Ihnen jemand winkt und auf Wiedersehen sagt. Und das Spannende ist, dass Sie dieses auf Wiedersehen jetzt in Spanisch nicht so einfach verknüpfen können, sondern in Spanisch würde ein Spanier zum Beispiel sagen, bis die Sicht. Das heißt, wir würden also eine Wort-für-Wort-Übersetzung nehmen und diese Worte dann erst, wenn Sie die verstanden haben, dass auf Wiedersehen in Spanisch gesagt werden kann, bis die Sicht, ja, dann würden wir übersetzen mit Hasta la Vista. Also man könnte natürlich Hasta luego sagen oder was auch immer, aber es ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Das Interessante ist, dass Sie dann zum Beispiel das Wort Vista sofort mit mehreren Bereichen Sicht eben kombinieren können. Das heißt, Sie lernen bei uns immer Wörter im Dialog und in einem Kontext.
Das ist sozusagen der entscheidende Unterschied. Wie gesagt, das System ist über 200 Jahre alt. Heinrich Schliemann, der Entdecker von Troja, der war sozusagen ein Vorreiter. Der hat 1850 schon die ersten Sprachkurse mit dieser Wort-für-Wort-Übersetzung dekodiert. Und vielleicht kennt ja der eine oder andere von Ihnen Vera F. Birkenbiel. Sie war von, ich sage mal, 1997, als sie kennengelernt hat, bis zu ihrem Tod 2011 eine ganz wichtige Mentorin für mich. Ne? Also von daher nur, dass Sie mal so ein Konzept sehen. Wenn Sie dann die Wörter verstanden haben, dann müssen Sie eigentlich nur noch nachsprechen. Also Papagei-Methode, so nennen wir das dann. Also Sie sprechen im Chor laut mit. Und ich zeige Ihnen das mal an einem kurzen Einsteiger-Englisch-Dialog, weil da ist es am besten immer zu verstehen, weil dieses Niveau von Englisch verstehen fast alle unsere Zuschauer immer. Das heißt, ich würde Ihnen hier einen Dialog präsentieren. Hallo, ich bin Michael, ich freue mich hier zu sein, sagt er. Ich bin Sarah, ich bin mit Michael hier, wir sprechen Englisch und so weiter. Die Aufgabe hier wäre tatsächlich einfach nur, dass Sie einen inneren Film für sich erzeugen. Ja? Und dieser innere Film, Michael sieht aus wie, was weiß ich, habe einen roten Pullover an, Sarah hat eine weiße Bluse. Ich sehe gerade im Chat, dass jemand schreibt, das ist Birkenbiel. Ja genau, ich habe es ja gerade gesagt, Birkenbiel ist meine Mentorin gewesen. Wir haben es aber schon nochmal deutlich erweitert, verändert. Wir gehen auf Pareto-Prinzipien, wir machen 7, 8 Kernvokale, Verben, die wir da vermitteln und so weiter. Ne? Aber grundsätzlich ist es so, Sie lesen diesen Text, Sie verstehen diesen Text und dann übersetzen wir den Wort für Wort. Ne? Also in dem Fall, hallo, ich bin Michael, ich bin erfreut zu sein hier. Nochmal der deutsche Text, ich freue mich hier zu sein, ich bin erfreut zu sein hier. Und ich bin Sarah, ich bin hier mit Michael, wir sprechen Englisch. Es klingt ein bisschen schräg, aber der Punkt ist, Sie verstehen den Sinn dieser Übersetzung nach wie vor. Und der wirkliche riesige Vorteil ist, Sie brauchen sich mit Grammatik so gut wie gar nicht zu beschäftigen im Einsteigerbereich, nachher im fortgeschrittenen Bereich ein bisschen mehr. Aber Sie brauchen keine Grammatik. Wie ein 5-jähriges, 6-jähriges Kind in Deutsch oder in Englisch, das hat nie Grammatikregeln verwendet, um eine Sprache zu lernen. Es ist ein reiner Kopierprozess. Vielleicht kennen Sie auch die Firma Assimil, französisches Sprachtrainingsunternehmen, mit denen kooperieren wir auch. Wenn jemand Türkisch oder Portugiesisch lernen möchte, empfehlen wir diese Kurse. Die gehen ähnlich vor, nicht ganz so gehirngerecht, aber auch hier wird assimiliert, also aufgenommen durch einen Kopiervorgang. So, wenn Sie das verstanden haben, dann blenden wir erst den englischen Text ein und wir blenden den nicht nur ein, sondern wir geben Ihnen einen englischen Muttersprachler dazu. Also ich bin jetzt kein Muttersprachler, aber ich lese es einfach mal vor. Und Sie können dann einfach in der Zeile drunter auf Deutsch, wenn Sie ein Wort auf Englisch nicht verstehen, direkt mit dem Auge runterrutschen und dann zum Beispiel gucken, wo verstehe ich was nicht. Ne? Also wenn Sie jetzt hören würden, hello, I'm Michael, I'm pleased to be here. Und Sie würden sagen, okay, erfreut, rutschen Sie runter. Okay, erfreut habe ich nicht quasi verstanden, pleased, okay? And I'm Sarah, I'm here with Michael, we are speaking English. So, speaking habe ich nicht verstanden, sprechend. I can make many sentences, Sätze, with the verb be, sein. For example, example. Und drunter zum Beispiel sehen Sie dann auch, dass im Englischen für Beispiel gesagt wird, also nicht zum Beispiel, ne, wie wir Deutsche das jetzt sagen würden, sondern einfach nur, for example, I'm in Germany. Ich wollte nur an diesem einen kurzen Dialog mal zeigen, wie das ganze Konzept funktioniert. Ne? Also so einfach mal der Hintergrund. Wie gesagt, großer Vorteil, Sie brauchen keine Grammatikregeln und Sie lernen keine Wörter auswendig. Ein großer, großer Unterschied. Das heißt, Sie lernen intuitiv mit so einem Einsteigerkurs, den wir jetzt zum Beispiel in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch haben, würden Sie mit etwa 10.000 Wörtern arbeiten. Davon sind aber nur 10.000 Wörter quasi, von den 10.000 Wörtern sind nur 3.000 Wörter Unique Words. Ne? Und aus diesen Unique Words heraus haben Sie innerhalb von 3 Monaten ein Level von ungefähr 1.500 Wörtern, die Sie verwenden können. Sie sprechen im Chor, großer Unterschied auch zu vielen anderen Methoden. Sie gehen wirklich sprechend sozusagen dann aus diesem Training hinaus, weil Sie quasi durch Assimilieren, durch Nachahmen ins Sprechen kommen. Ja, und ich möchte Ihnen das gerne natürlich ein bisschen zeigen, weil es wird immer gefragt, was kostet sowas, diese Sprache auf so eine Art zu lernen, und gibt es Studien dazu? Das ist tatsächlich immer eine Frage, die sehr, sehr schnell kommt, und ich möchte Ihnen das gerne auf 2 Ebenen zeigen, weil es gibt natürlich harte Kosten.
Kosten, es gibt aber auch natürlich Zeit. Und schauen wir uns vielleicht erstmal die Zeit an. Das ist genau so ein Thema, was für viele unserer Kunden eigentlich wichtig ist. Also wenn Sie mehr finanzielle Mittel als Zeit haben, ist unsere Methode sehr interessant. Wenn Sie sehr viel Zeit haben, aber wenig Geld, dann ist unsere Methode eigentlich eher uninteressant. Aber ich zeige Ihnen das mal mit einem Gutachten, das wir an der Uni Mainz auch gemacht haben mit Spanisch-Studenten. Wir haben eine klassische eine Gegenüberstellung gemacht, wie lange brauche ich auf den Level A2. Also A2 wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel Abendschule wähle, 48 Monate. Im Schulkontext noch ein bisschen länger. Im Studium bei der Uni Mainz war es so, dort waren 3-mal Präsenzunterrichttermine pro Woche. Das heißt, dort haben wir im Prinzip über 24 Monate gesprochen. Das heißt, wir haben hier ungefähr 4 Semester, um auf Spanisch A2 zu kommen. Würde ich ein Business-Training nehmen, also wo ich face-to-face mit jemandem trainiere, würde ich 9 Monate ansetzen. Bei uns ist es so, dass wir in 3 Monaten auf den Level A2 kommen. Das haben wir eben, wie gesagt, auch mit Gutachten nachgewiesen an den Unis. Also das ist klassisch nachvollziehbar und auch ausgewertet. Wenn man das Ganze jetzt aber in Stunden ansetzt, jetzt wird es eigentlich wirklich interessant, dann würden Sie in der Abendschule mit Homework ungefähr 400 und mehr Stunden ansetzen. Im Studium würden wir bei 200 plus Homework ansetzen. In einem Business Training wären wir immer noch bei 176 Stunden, wenn ich face-to-face trainiere. Und sehr interessant, jetzt bei uns reden wir über 35 Stunden. Bei älteren Schülern, sage ich jetzt mal 50, 55-Jährige, kommen wir vielleicht auf 40, 45 Stunden. Aber einfach nur mal den Unterschied zu zeigen, was muss ich aktiv lernen? Jetzt ist das Ganze natürlich ein bisschen unfair für alle anderen Anbieter, denn bei uns hängen natürlich mit dem NEOS 450 Stunden passives Hören über die Haut dahinter. Das heißt also, ich tue jeden Tag 8 Stunden auf der unbewussten Ebene einen Lernprozess durchlaufen, den ich dann tatsächlich nur noch bewusst aktivieren muss. Also das heißt, ich bin bei 15 bis maximal 20% der klassischen Lernzeit. Wie gesagt, über Gutachten auch nachgewiesen. Und was eigentlich das Spannende ist, ja, wir geben allen unseren Kunden eine 30-tägige Möglichkeit, unser System auch auszuprobieren. Weil es ist natürlich so, viele sagen, naja, was kostet mich denn jetzt so ein Training? Wenn man so ein Business-Training anschaut, reden wir in der Regel über 4.000 Euro aufwärts, in der Abendschule bei 4 Jahren über 1.300 Euro. Bei uns ist es so, so ein Einsteigerpaket liegt bei 790 Euro. Das heißt, Sie bezahlen bei uns als Neukunde nur die Hardware. Sie kriegen einen Sprachkurs und Mentaltrainings kostenfrei dazu. Plus, und das ist jetzt eigentlich das Entscheidende, bei allen anderen Sprachtrainingssystemen haben Sie keine Erfolgsgarantie. Sie wissen nicht, ob es für Sie funktioniert oder nicht. Bei uns haben Sie das. Ja? Bei uns kriegen Sie eine 30-tägige, ich sage jetzt mal, wirkliche Testzeit. Also das heißt, wir übernehmen für Sie sogar das Umsetzungsrisiko. Also wenn Sie es einpacken und zurückschicken, ohne dass Sie es ausprobiert haben, werden wir da auch nicht mit Ihnen drüber diskutieren, sondern Sie kriegen den Kaufpreis zurück. Nur der Punkt ist, wenn Sie es probieren, und das kann ich Ihnen an dieser Stelle versprechen, sonst würde ich Ihnen auch nicht so eine Garantie geben. Wir haben ungefähr 3 bis 4% Rückläufer. Wenn Sie es probieren, kriegen Sie den Flash Ihres Lebens, was das Thema Sprachenlernen angeht. Also ich denke, Sie können so das Konzept ein klein bisschen nachvollziehen. Wenn Sie sich noch ein bisschen vertiefen wollen, wir haben für Sie einen kostenfreien Auszug aus meinem Buch hinterlegt. Sie können das auf kosis.de/expolingua gerne herunterladen. Und es ist also auch so, wenn Sie sich dieses E-Book runterladen, kriegen Sie auch Zugang zu diesem speziellen Angebot. Das ist, wie gesagt, nur für Neukunden, ist nicht für Bestandskunden. Und Sie können sich da ganz in Ruhe sozusagen nochmal den E-Book-Auszug anschauen. Und wie gesagt, Sie erhalten dann damit auch direkt Zugang zu dem Angebot mit ungefähr 30% Preisvorteil. Ich glaube, 27% waren es. Auf dieses Startpaket, auch vielleicht nochmal ganz klar auszudrücken, gibt es eine 30-tägige Garantie, dass Sie es ausprobieren können. Also das heißt, Sie können Ihren Genialitätsfaktor da wirklich wieder ein Stück weit erwecken. Und wenn Sie bis heute vielleicht glauben, dass, ich sage jetzt einmal, Sie als Sprachtalent nicht erfolgreich waren, gucken Sie einfach mal, wie Lernen im Kontext funktioniert. Ein Sprachtalent heißt einfach nur zum Beispiel auch, dass Sie in
wie soll ich sagen, in ihrer Muttersprache, wenn sie fließend in ihrer Muttersprache sprechen können, gibt es keinen Grund dafür, dass sie in einer anderen Sprache nicht auch sprechen könnten. So, jetzt denke ich, sind wir soweit. Wir haben jetzt noch, jetzt muss ich mal kurz gucken, ich denke 5 Minuten. Ich glaube, 16.55 Uhr war der Zeitraum, der zur Verfügung stand. Jetzt gehe ich mal in den Chat und gucke mal, ob ich hier noch einige Fragen finde. Ich fange einfach von unten an. Im Vergleich günstig. Heutzutage haben Leute nicht so viel Geld auf der Karte. Genau, man kann das auch in Raten bezahlen, hat Karin gefragt. Genau. Was hält Professor Marion Grein? Die Dame kenne ich leider nicht, aber Sie können sie gerne mal ansprechen, mit uns auch gerne verknüpfen. Ja? Genau, jemand sagt, ich hätte mehr als Werbung erwartet. Na, sagen wir es mal so, ich habe ja einen Vortrag hier angeboten, um unser System vorzustellen. Ne? Und von daher können Sie das einfach für sich nehmen. Ja? Es ist eine Methode wie jede andere auch. Ne? Genau, wir haben die Frage Spanisch C2, das haben wir leider nicht. Also wir haben, ich kann das nochmal ganz kurz sagen, in Englisch haben wir A1, A2, B1, B2 und wir haben dann in Englisch C1. In Italienisch, Spanisch und Französisch haben wir, einen Level A1, A2 und B1 und B2. Ja, genau. Gut. Dann, die hüpfen jetzt leider sehr schnell. Chinesisch war jetzt die Frage. Genau, hier haben wir im Moment tatsächlich erstmal den Level A1. Dort arbeiten wir sehr viel mit Tonalitätsübungen. Das heißt also, einfach Aussprache wird hier trainiert, weil die sozusagen über den Neos dann entsprechend gehört werden kann. Dann fragt jemand brasilianisches oder europäisches Portugiesisch. Jetzt ist das schon wieder gesprungen, leider. Tut mir leid. Brasilianisches oder europäisches Portugiesisch. Würden wir über Assimil anbieten können? Also können wir zur Verfügung stellen, ja. Genau. Genau. Gut. Gibt es, jetzt ist es wieder verrutscht, gibt es bald auch Griechisch? Also wir haben bereits Kunden, die auch mit Assimil Griechisch verwenden. Vielleicht da dazu, wenn Sie Interesse haben, ich schreibe jetzt mal hier den, ich gebe Ihnen mal eine E-Mail-Adresse, service@cosis.de. Dort finden Sie alle weiteren Informationen. Und wenn Sie cosis.de besuchen, da gibt es auch, sagen wir mal, noch relativ viel Informationen rund um die Technologie, um die Methodik sozusagen. Und ich gebe Ihnen auch mal unser Support-Center, hilfe.cosis.de. Dann haben Sie mal 3 Möglichkeiten, mit uns auch Kontakt aufzunehmen. Ne? Genau. Genau, jemand fragt, was hat es mit den Pads genau auf sich? Also ich zeige das gerne nochmal. Also der Neos wird sozusagen mit diesen Pads verbunden. Die werden auf die Haut aufgebracht. Das sind rein technisch betrachtet Edelstahlblättchen, hinten drauf eine Keramikschicht. Wir arbeiten über eine Vibration und der Mensch ist in der Lage, über diesen Kanal Ultraschall zu hören. Also das heißt, eine sehr spannende, innovative Methode, eben den Hörkanal nebenbei für mehrere Stunden pro Tag zu nutzen. Genau. So, dann die Frage, funktioniert die Methode auch bei gleichzeitigem Lernen von 2 oder 3 Sprachen? Also wir haben tatsächlich Kunden, die 2 Sprachen gleichzeitig gelernt haben mit unserem System, aber die Erfahrung zeigt, dass sich es deutlich besser, sagen wir mal, für die Leute erfüllt, wenn sie sich auf eine Sprache konzentrieren und dann lieber im zweiten Schritt eine zweite Sprache. Es hat einfach was damit zu tun, dass wir ja sehr, sehr schnell auf der bewussten Ebene verknüpfen durch diese Wort-für-Wort-Übersetzung. Und diese 2 Dinge gleichzeitig würden einfach teilweise zu Verwirrung führen. Ja, wenn man ein ganz klares Ziel hat mit den Sprachen und auch entsprechend Zeit, ja, aber ich würde tatsächlich immer empfehlen, also sich auf eine Sprache zu fixieren und dann nach 3 oder 4 Monaten die nächste zu nehmen. Ne? Genau. Genau. Dann die Frage, hört man auch gleichzeitig den Text? Also wenn Sie über die Haut hören, nein, das läuft. Also ich trage jetzt zum Beispiel ja meinen Neos hier, ne? Ich halte den Vortrag und währenddessen laufen bei mir Audioinhalte. Bei mir läuft jetzt kein Sprachkurs, aber es könnte theoretisch auch ein Sprachkurs sein. Bei mir ist es jetzt gerade ein Mentaltraining. Ich höre das tatsächlich nicht bewusst über die Ohren, aber mein Sprachzentrum verarbeitet die Informationen. Wie gesagt, schauen Sie sich das gerne bei uns auf der Webseite an. Ist im Prinzip
alles wissenschaftlich auch hinterlegt, ist also tatsächlich eine fundierte Methode. Ja, und wenn Sie dann aktiv lernen, dann hören Sie den Text auch wirklich über die Ohren. Also diese 2 mal 10 Minuten pro Tag, bei denen wir quasi aktiv lernen, an diesen Tagen, in diesen 2 mal 10 Minuten hören wir die Sprache wirklich aktiv. Ja, genau. Genau, jetzt hat jemand nochmal geschrieben, Marion Krein. Wie gesagt, ich kenne die Dame leider nicht. Die Uni Mainz ist sehr, sehr groß. Wir arbeiten dort sehr, sehr eng mit Professor Schöllhorn zusammen. Aber wie gesagt, Frau Krein ist mir bisher noch nicht untergekommen. Deswegen kann ich da leider nicht sagen, was sie dazu sagen würde. Ne? Genau. Dann wurde gefragt, gibt es Studien bezüglich der Methode, ob und inwiefern diese Gehirnkapazitäten okkupieren? Ja, also vielleicht dazu nochmal aus dem Blick der Neurowissenschaft. Es ist tatsächlich so, dass unser Gehirn auf der nicht bewussten Ebene tatsächlich mehr oder weniger unlimitiert aufnahmefähig ist. Das heißt, die Nachteile, die Sie jetzt so anfragen, könnte man im ersten Schritt denken, aber es ist tatsächlich so, dass Sie durch diese Gehirnaktivierung, also durch die Gleichschaltung der Gehirnhälften, die da passiert, durch diese Entspannungseffekte auf der bewussten Ebene sehr viel aufnahmefähiger sind und eben gleichzeitig nebenbei unbewusst die Sprachmelodie aufnehmen können. Also das heißt, Sie haben einen sehr großen Vorteil sozusagen, weil sie neben dem Lernen der Sprache auch noch gesundheitliche Vorteile haben. Dann die Frage, kann man die Methode auch ohne das Gerät umsetzen? Ja, also Sie können die Methode, also vielleicht noch mal ganz kurz, was hinter dem aktiven Lernen steht, das ist eine Kette. Heinrich Schliemann ist der Ursprungsvater der Dekodierung, so nennt sich das. Bekannt geworden ist das Ganze im deutschsprachigen Raum durch Vera F. Birkenbiel. Durch sie habe ich das auch kennenlernen dürfen. Und wir haben im Prinzip passiv, also all diese Systeme haben immer passives Hören im Hintergrund. Ja. Bei Vera F. Birkenbiel war es dann so, sie hat empfohlen, dass man einen CD-Player leise im Hintergrund laufen lässt. Geht natürlich auch. Also das heißt, Sie können meine Methode oder diese Methode auch ohne den NEOS umsetzen. Aber der NEOS ist sozusagen der Turbolader. Ne? Genau. Dann kann man bei Vorkenntnissen auch auf A2, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, 16:57 Uhr, wir haben noch 2, 3 Minuten, ja. Kann man bei Vorkenntnissen auch auf A2 zum Beispiel einsteigen? Ja, das geht natürlich. Ne? Also wir haben, wie gesagt, 2 Sprachkurslevel in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, bei Englisch sogar 3 Sprachkurslevel. Und Sie können, wenn Sie sich einschätzen, finden Sie unter hilfe.kursis.de, auf welchem Level Sie sich befinden, können Sie damit einsteigen. Ja? Dann fragt jemand, haben Sie selber schon damit gelernt? Ja, selbstverständlich. Also ich benutze den NEOS seit 20 Jahren. Ich habe 3 Sprachen damit gelernt, aber wie gesagt, das ist nicht mein Hauptthema. Ich benutze ihn hauptsächlich für Mentaltraining, für Frequenzen. Man kann den Körper damit auch sehr interessant stimulieren. Das ist so mein Haupteinsatzgebiet. Aber natürlich habe ich auch Sprachen damit gelernt. Ne? Genau. Dann gibt es das auch für Latein? Nein, haben wir. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir bei Assimil einen Lateinkurs haben. Da fragt noch jemand, haben Sie eine Kooperation mit Assimil? Also keine direkte Kooperation. Wir empfehlen die Assimil-Sprachkurse, weil die, sagen wir mal, am nächsten an unser Konzept herankommen und wir sozusagen mit diesen Kursen auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Wenn jemand Arabisch lernen möchte oder Griechisch, empfehlen wir als Beispiel immer, oder Brasilianisch, dann empfehlen wir immer Brasilianisches Portugiesisch, wie es vorhin jemand gefragt hat, dann empfehlen wir hier zum Beispiel die Assimil-Sprachkurse. Genau. Gut. Ich denke, genau, dann fragt noch mal jemand, haben wir noch? Eine Minute haben wir noch, ja genau. Was ist in den 790 Euro inkludiert? Wenn Sie sich das Bild hier nochmal anschauen, da in dem Preis ist der NEOS Mini inkludiert, unser Einsteigermodell, ein Sprachkurs Ihrer Wahl und 4 Mentaltrainings. Ja, dieses ganze Paket hat einen Preis oder einen Wert, ich kann nochmal ganz kurz zurückgehen, ich muss schauen, ob ich da nochmal hinkomme, von 1088 Euro, das ist quasi in dem Paket inkludiert. Und Sie bekommen das Paket nur für den Hardwarepreis mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, Sie können das gesamte Paket, auch den Sprachkurs, bei Nicht-Gefallen oder Nicht-Erfüllung einpacken und ihn uns wieder zurückschicken. Gut, ich denke, damit sind wir jetzt bei 17 Uhr. Dann würde ich übergeben an das Expolingua-Team. Ich bedanke mich für Ihre Anwesenheit und freue mich, dass Sie dabei waren. Und wie gesagt, wenn Sie, weil gerade noch mal jemand fragt nach der Studie, gehen Sie einfach auf kursis.de
Oder wenn Sie sich nur über Sprachen informieren möchten, sprachen.kursis.de. Dann haben Sie quasi nochmal Informationen und Sie erreichen mich und mein Team jederzeit unter service@kursis.de. So, jetzt haben wir aber die Zeit optimal ausgenutzt. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen allen noch viel Freude auf der Expolingua und alles Gute, alles Liebe, Ihr Josua Koberg.